So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ich bin Jaden und wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Bereit. Geschafft. Lass mal sehen. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten. Spring rüber! Gute Arbeit. Schade für die Ratten. Erstmal. So. Soldati, hier ist dein Eingang. Ob die Stufen irgendwo hinführen? Nee. Sieht nicht so aus. Das Leben ist voller Enttäuschung. So. Oh, diese Stelle hasse ich am meisten. Hier gibt's erstmal nicht zu viel zu sagen, weil wir sind ja noch nicht in Rom und diese ganzen Nebensachen. Ja, also. Aber es war nur deine letzte. Dankeschön, Desmond. Irgendwie mag ich auch Lucy. Keine Ahnung warum. Jetzt bin ich mal dran zum Ausgleich. Okay. Danke. Ist ein Anfang. Seht ihr, wie die ganze Zeit herumflirten? Du bist dran. So genau, ich muss runter. Okay, das war knapp, echt. So. Zack. Und ich werde das starke Gefühl nicht los. Genau, da. Dort. Dort. Wow, das war echt knapp. Also ich habe echt keinen Bock, wieder hier hochzukommen und dann runterfallen und dann klettern. So. Okay. Und ab geht's. Dankeschön, Desmond. Danke. Wir sind ein gutes Team. Denkst du? Okay. Ich Spaß. Komm, Desmond. Gehen wir. So. Ah, ich sehe den Altarraum. Ich sehe den Altarraum. Ey, ist schon mein Spruch. Gruselig. Perfekt. Nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Desmond! Okay, öffnen wir die Tür. Öffnen wir die Tür. Würde ich auch mal sagen, ne? Oh, mich regt das die ganze Zeit voll auf, dass er so langsam ist. So. Y drücken und wieder loslassen. Hier ist irgendwas. Da. Kannst du den verdammten Bücherschrank öffnen, Desmond? Oh, schauen halt mal wohl. Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen.
1419, 1420 und 1421. Googelt das mal. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow, das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Ha! Holen wir ihn runter. Meine Fresse, ist sie pervers. Okay, sieht doch gut aus. Schau und versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was? Was stinkt denn so? Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Schauen, das ist immer so scheiße gelaunt. Wieso? So, hier sehen wir das erste Mal, wie Sean läuft. Auch so schwul wie Desmond. Okay. Gut, suche Monteriggioni nach Stromkästen. Rebeccas kleine Kistchen leiten geringe Strommengen in die Leitungen unterhalb der Villa um. Frag mich nicht, wie das geht. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht der Kerl, der den Van verstecken muss. Hä, wieso erzählst du es mir da? Okay. Hier ist Monteriggioni in der Zukunft 2012. So. Man kann eigentlich sagen, sogar schon fast unbeschadet, weil bei Anfang von Assassin's Creed Brotherhood sah das viel heftiger aus, die ganzen Angriffe, aber so, naja. Und besonders die Stadt, die war völlig kaputt. War am Abfackeln und so. Aber ne. Keinerlei Zeichen von Schäden. Komisch. Aber egal, ich bin ja nicht Architekt. Vielleicht haben sie es ja renoviert oder so. Oh, so schnell geht die Zeit schon wieder um. Also nicht, dass ich jetzt gerade aufhöre, aber trotzdem schon 8 Minuten wieder. Oh Gott. Zwei Balken. Drei Balken und uns fehlt jetzt nur noch einer. Der müsste, glaube ich, irgendwo da hinten sein. Oder? Ja, der muss irgendwo hier sein. Oder vielleicht auch hier. Hier waren wir schon. Ja, nee, da nicht. Okay. So, fertig. Zurück zur Villa. Bin zurück. Gerade recht. Die Sonne geht auf. Ja, es startet. Wir können loslegen. Hast du mich vermisst? Nein, sonst wer? Hallo, spreche ich mit euch? Hallo? Workaholics. Fangen wir an. Okay. Greifen wir noch einmal auf unsere E-Mails zu. Nee, geht nicht. Schade. Können wir noch sprechen? Jo. Sag
Sagen dir diese Zahlen unter der Zeichnung irgendwas? 1419, 1420, 1421. Hat vielleicht mit dem Hundertjährigen Krieg zu tun. Oder halt, 1419 kam Papst Martin V. nach Florenz, oder? 1420 ging er nach Rom und im selben Jahr begann Brunelleschi mit dem Bau des Duomo. Und 1421... 1421... Ja, das schlag ich nochmal nach. Gute Idee. So. Ich stelle mich jetzt vor den Animus. Und wir machen gleich weiter, wo wir aufgehört haben. Bis gleich. Ja, bis gleich.